noch letzte Abstimmungsschwierigkeiten, welche Lösung wir jetzt benutzen sollen. Ich bin ja immer noch für Kerstin Spiele-Loesung. Kerstin Spiele-Loesung oder die Tentakelvilla, ja, die ich als Seite sehr, sehr empfehlen kann, aber für Lösungen fehlen manchmal so ein bisschen Details. Ja, und sie ist ein bisschen, ich glaube, das letzte Mal wurde die Tentakelvilla überarbeitet im Jahr 1900. Ja, das glaube ich auch noch vor der, weil das ist wahrscheinlich wegen dem Jahr 2000-Bug, sind da ein paar Fehler drin. Ja, das ist einfach mal der Text ein bisschen verschoben. Ja, passiert. Das ist alles passiert. Ihr seid zu jung, um euch an den Jahr 2000-Bug zu ändern, aber was da alles passiert ist, ey, das hat die Gesellschaft verändert, Leute. Das hat uns alle um Jahrzehnte zurückgeworfen. Wie viel tragische Katastrophen passiert sind dadurch. Du weißt ja im Vorrein, da wurden ja Filme gemacht wie End of Days mit Schwarzenegger. Wenn das kommt, End of Days war im Grunde. Es war eine Reportage mehr. Das war es. War eine Doku, ja. Dachte ich jetzt auch. Eigentlich schon. Ich dachte, das war eine Doku, was Schwarzenegger im Jahr 2000 gemacht hat. Und es war auf jeden Fall auf seine Karriere bezogen, stimmt das ja, auch, das was stimmt. Da passiert End ist. Of Days, glaubst du, jemand hat wegen des 2K-Bugs, da gab es ja die Leute, die dann sich Dosenfleisch kaufen und sagen, wir sperren uns jetzt ein in den Bunker oder so, dass immer noch jemand dort drin sitzt? Ich garantiere dir, dass noch irgendwo im Bunker Leute aus dem Kalten Krieg sitzen, die irgendwann einfach gesagt haben, okay, das war's, Leute, runter. Damals hatte man, du hast ja dann wirklich gar nichts gehabt. Du hast dann den Bunker und Essen. Und die hatten vielleicht, gab es ein paar, die das so hält. Viel Essen haben, dass sie heute noch da unten leben. Es hält. Ja, das Essen ist gut. Die kommen dann raus und sind dann so wie die anderen. Weißt du, so wie die Morlocks. Mhm. Also die werden irgendwann rauskommen und dann werden die unsere Gesellschaft gar nicht mehr verstehen. Alle rennen mit Google-Geistes rum und die fangen an, dann uns irgendwie mit ihren Äxten zu eigentlich ist ja mehr, jagen. Normalerweise ist es ja andersrum wie bei Fallout eben. Die aus dem Bunker sind die noch hier 50er-Jahres-Teil sind und draußen ist wirklich hier Sodom und Gomorra. Ja, kann alles passieren, wenn ihr euch in den Bunker einschließt. Das stimmt. Für 50 Jahre. Sollte es probiert's passieren. Mal aus. Probiert's 50-50 Chancen, was danach passiert. Gebt uns Bescheid, was passiert. Wir wollen aber weg. Wir wollen uns nicht einbunkern. Wir sind immer noch in Grim Fandango und haben schon ein bisschen vorgespielt, nicht? Wir sind ein bisschen vorgelatscht, oder? Genau, weil wir mussten erst mal gucken. Wir wollten ja zum Gefängnis, ne? Wir wollen nicht zum Gefängnis. Ja, oben ist das Gefängnis. Wir haben im Moment nur ein paar Items, aber keine richtige Lösung. Mhm. Deswegen können wir schon so viel sagen, dass wir schon grob wissen, was wir machen müssen. Aber ich wäre darauf auch nicht direkt gekommen. Okay, das ist der Leichenbeschauer? Das ist der Leichenbeschauer und die beiden Ersprossenen. Und wir haben ja, also es gibt quasi keine Erkennungsmerkmale an diesen Ersprossenen, weshalb man nicht feststellen kann, wer das sind. Zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht? Kann ich mit ihm reden noch? Traurige Geschichte. Zwei Sprießer und keiner, der sie vermisst und identifizieren kommt. Der Tod ist Spezialist für traurige Geschichten. Oh, seine Stimme gefällt mir auch sehr gut. Die ist schon, wir reden mal ein bisschen. Die ist viel zu sanft für einen Leichenbeschauer. Die hört ja keiner. Er hat alles gesehen, Mann. Außerdem, er ist den ganzen Tag von Blumen umgeben. Der ist einfach wie gechillt. Läuft das Geschäft? Es blüht auf. Jeden Tag mehr Verbrechen. Jeden Tag mehr Sprießer wie diese. Ich glaube, in El Maro tut sich irgendetwas. Und das wirft seine dunklen Schatten langsam auch auf Rubakawa. Was genau suchst du eigentlich? Ich suche nach einem Schatz, den ein Teil von mir gar nicht finden will. Denn wenn ich die unglückselige Golddublone finde, die mir sagt, wer diese arme Seele ist, dann liegt meine Belohnung nicht im Reichtum, sondern in der Gewissheit, jemandem mit nur einem einzigen Anruf das Herz zu brechen. Mit dieser Ausrüstung kann die Suche natürlich noch ein Weilchen dauern. Sehr morbide. Ich mag ihn. Ich finde ihn super. So ein bisschen Mesh-Style. Membrio, warum bleibst du eigentlich in der Stadt? Wieso bist du nicht schon längst zur 9. Unterwelt unterwegs? Man kann viele Jahre nach etwas suchen, Manny. Doch irgendwann hört man auf, überhaupt daran zu glauben. Kann ich helfen? Sicher. Halt dieses Blatt da fest. Also wir haben... Manny? Es geht noch weiter. Ich kann nicht. Ich weiß. Es war nur ein Test. Ja? Also irgendwie, wir haben ja diese Marke, ne? Die Hundemarke. Wir haben die Hundemarke von dem betrunkenen Seemann abgenommen. Die können wir da natürlich reinlegen. Können wir sie einfach benutzen mit einer der Leichen? Oder? Ja, und wir haben sogar einen Metalldetektor, den wir gleich dem Kollegen anschwätzen können, damit er endlich das Gefühl hat, er hat jemanden identifiziert. Stimmt. Ich finde ihn aber geil und würde gerne noch ein bisschen mit ihm reden. Ich mag ihn irgendwie. Was glaubst du, warum wir in Rubakawa sind? Was? Die einen sitzen ihre Zeit ab, die anderen können sich das Schiff nicht leisten. Manny, wir haben aufgegeben. Wir alle. Wenn du lang genug hier bist, dann wirst du das auch.
Mhm. Ich dachte, da geht es jetzt ein bisschen existenzieller zu. Existenzialistischer? Existenzialistieller? Existenzialistieller. Wie hältst du diese Arbeit nur aus? Ohne dabei abzustumpfen, meinst du? Mein Geheimnis ist, Manuel, dass ich das Herz eines Kindes habe. Ich bewahre es hier in einem Glas auf. Willst du es sehen? Nein. Ja. Tut mir leid, alter Medizinerscherz. Okay, ich Na, ich will dich nicht. Stör nicht weiter. Jetzt machen wir das, was du gerade gesagt hast. Manny, wir haben aufgegeben, wir alle. Bist du sicher, dass du die Augen richtig aufmachst? Hör mal, Manuel. Meine alten Augen sind müde. Ich gebe mir wirklich Mühe. Aber jeder Freizeitsandburgenbauer verfügt über bessere Ausrüstung als ich. Okay, seine Billo-Gabel bringt nicht so viel. Sollte eine Heckenschere besser haben. Ja, eigentlich, er ist wirklich komplett falsch ausgerüstet für Ersprossene. Ich werde die Auto reparieren mit diesem Taschenmesser hier. Natürlich, es ist das letzte Item, was ich jetzt gleich kriege. Moment, wo ist er denn? Funwender von Funwender City. Ich habe ihn über... weil der so komisch aussieht. Ja, der hat... Das ist er, genau, der Film. Okay. Das möchte ich eigentlich... Doch. Das möchte ich eigentlich... Nicht? Das möchte ich eigentlich... Scheiße! Das möchte ich eigentlich. Ja, und jetzt? Kannst du es mit ihm benutzen oder mit der Leiche? Ja, aber er klagt ja über die Ausrüstung und ich will ihm eigentlich... Würde dir... Ach so, voll Quatsch. Von hinten geben. Vor allem, geht weg. Nein. Ich räume mich mal um. Hey, das ist ja fast wie Weihnachten. Bis auf die Tatsache, dass ich bekommen habe, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ein gravierter Ring. Eine Gürtelschnalle mit einem Namen drauf. Wer trägt schon eine Gürtelschnalle mit... Oh. Oh. Mr. MC. So, das war's nicht, aber... Jetzt. Oh. Piu, piu. Hm. Was denn? Velasco. Ich fürchte, ich habe hier einen deiner Jungs in der Leichenhalle. Ein Matrose mit Namen... Naranja. Was? Der Arme. Wie? Ersprossen? Aber... Oh, diese Stadt geht zum Teufel. Kann ein Matrose nicht mal mehr Landgang haben ohne... Ja, ja, ich komme morgen früh rüber. Tag für Tag, Manny, befasse ich mich mit Elend. Ich finde Indizien. Reime mir Geschichten zusammen, von denen keine gut ausgeht. Sie alle enden hier. Und die Moral der Geschichten bleibt immer gleich. Waren es auch Tage, waren es auch Jahre. Irgendwann landen wir halt auf der Bahre. Das wäre gut für diesen Kunstclub gewesen. Stimmt. Mit der Bühne. Wir hätten Applaus bekommen. Ich habe zu lange nach vorne gedrückt. Jetzt fährt er automatisch runter. Aber ich glaube, wir müssen sogar runter. Ich glaube, diesmal war es ganz gut. Tja, Buddy Man. Schlaf dich mal aus, ne? Buddy, mach's gut, Mann. Geh mal nach Hause. Das wäre auch gut. Ich würde auch noch gern was essen. Lecker essen. Das ist korrekt. Das ist immer Asia-Futter. Ist nicht alles Asia-Futter? Bei mir ist alles griechisch, wenn ich was esse, was zubereite. Griechisch. Okay, mach's gut. Entspann dich. Hier waren wir schon mal. Ich weiß nicht genau, was wir hier eigentlich gemacht haben. Wir sind drumherum gelaufen. Und wieder raus. Genau, Sind wir schon mal außen drumherum gelaufen? Wir sind zu früh hier, glaube ich, weil laut Kerstin müssten wir dort eine Person antreffen. Ach, Kerstin, hä? Kerstin. Naja, wir haben eigentlich fast alles Wichtige jetzt mehr oder weniger erledigt. Es fehlen jetzt nur noch ein paar Details. Ich weiß, dass müssen wir was mit der Biene machen. Mit der Biene? Die eingesperrt ist. Die ist ja schon ausgesperrt. Ach, ist schon ausgesperrt? Die ist raus. Ja, das haben wir alles schon. Wir brauchen einen Moment. Wir müssen... Ja.
Ich glaube, wir müssen in unser Büro. Und ganz kurz, alle, die jetzt ein paar, ein, zwei Mal habe ich es auch gehört, vielleicht auch zu Recht, oh, schon wieder dieses lahme Spiel. Auch wenn ihr mit dem Spiel jetzt nicht so begeistert seid, es geht gleich auf jeden Fall nochmal in eine neue Location, hoffentlich. Und es passiert dramaturgisch auch noch ein bisschen was, also es könnte sich lohnen, jetzt nochmal dran zu bleiben. Wir sind auch fast durch, oder? Wir sind nahezu... Ein Dreiviertel haben wir locker. Wir haben zumindest auf jeden Fall den großen Teil von diesem Kapitel gemacht. Und muss man sagen, sind ja nur Leute, vier. Und das ist das dritte schon. Ich weiß, Aufmerksamkeitsspanne, ADD und so weiter. Das ist jetzt nicht ein zu langsames Spiel und so weiter. Also ich frage mich, kommt ihr durch Bücher auch vernünftig durch? Sagt ihr nach erster Seite, oh, dieses Lesen. Das geht mir aber jetzt so auf den... Ja, die Leute wollen Bum-Bum-Action. Siehst du ja auch in der Kinokasse, siehst du überall. Also ja, aber es ist halt irgendwie so. Es ist so, aber Moment, Leute, Bum-Bum-Action muss man sich verdienen, auch in Spielen. Ja, wenn Bum-Bum muss man sich verdienen, finde ich eigentlich ganz gut. Wenn alles Bum-Bum-Action ist, ja, dann hast du ja gar nichts mehr, worauf du dich dann freuen kannst. Ihr hört doch dann in der ganzen Action vor lauter Tinnitus nicht mehr die leisen Töne, die stillen Töne, die ganzen... Mäuschen in der Ecke werden dann überhört. Und das sind die geilsten. Also, nein, aber in der Frauenvariante, das sind die Frauen, die man heiraten will. Nein, nicht, ich meine, die stillen sind die man heiraten will meistens. Nicht die lauten, prolligen. So, was ist das? Was hast du da gemacht? Ladies und Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Wir hören den... Ladies und Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Okay, können wir den Geld unten setzen und dann... Ach, ich verstehe warum. Jetzt verstehe ich warum. Weißt du auch warum? Ich will dir die Zeit geben. Okay, also... Ich weiß, was wir drücken müssen. Den Magneten. Aber jetzt ist die Frage, vielleicht sogar, kurz mal an den Chat sogar, während der Krieger überlegt, warum müssen wir jetzt hier an diesem komischen Ding den Magneten drücken? Ich danke. Ich wette ein paar Wissens. Der Magnet löst aus, dass er zu einer bestimmten Nummer hingeht, der Ball. Umgekehrt, alle Spiele sind ja gefixt. Wir schalten das quasi aus. Ah, also sind sie nicht mehr gefixt. Ist ja so ein bisschen finanzieller Selbstmord. Ja, eigentlich schon. Plötzlich können sie nicht mehr. Genau. Ich muss einmal pusten. Genau. Nur, warum wollen wir unser eigenes Kino sabotieren? Unser eigenes Casino? Naja, weil, damit wir einen Grund haben, dass, hier, Glottis, der säuft ja. Und der darf so lange weiter saufen, solange wir Geld verdienen. Okay? Ja. Und wenn wir pleite sind... Du bist sogar noch vor dem Chat. Aber ja, du hast natürlich auch 30 Sekunden Vorsprung. Ja, Vorsprung, aber ich bin vor dem Chat. Das ist mir wichtig. Das ist das Wichtige. Damit der Bulle verliert, kann natürlich sein, aber wir wollen... Keine Einsätze mehr, bitte. Habe ich es jetzt gemacht? Wir wollen doch, dass Glottis, dachte ich, aufhört. Ja, genau. Weil wir den ja mitnehmen wollen. Und der ist ja weiter im Wettrausch. Und solange er noch Geld kriegt, ist er im Wettrausch. Aber jetzt habe ich irgendwie... Nein, jetzt hast du ihn aktiviert. Jetzt ist er deaktiviert. War er vorher aktiviert oder deaktiviert? Ich glaube, er ist deaktiviert, oder? Jetzt ist er deaktiviert, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Die Bienen müssen in den Knast, Simon. Du hast neu geladen. Der Bienenteil ist wieder nicht gemacht. Oh, das kann sein. Wir haben denen das Buch... Ja, ihr habt recht, Leute. Ah, okay. Wir haben nämlich durch einen Fehler irgendwann nochmal neu gespielt und haben vergessen, den Bienen das Buch... über Gewerkschaftsgründe. Ach, die waren noch, also da standen sie schon wieder herum. Der war nicht wieder befreit, der war nur noch nicht eingeknastet. Ich dachte, er wäre befreit. Aber wir müssen ja dafür sorgen, dass sie in den Knast kommen, oder? Aber warum eigentlich? Warum müssen die Bienen in den Knast? Nee, wir haben das Buch gar nicht mehr. Guck mal. Müssen wir es nochmal holen? Wo haben wir das Buch denn her? In der Bar unten bei unseren Poesiefreunden. Im Club der Poeten, ja. Bienen, Simon, danke. Es ist eine... Und Biene im Spinnennetz oder so. Moment, ganz kurz überlegen, wo lang. Darunter, nee, hier links, runter. Links geht's. Doch, zum, der Aufzug. Doch, da, genau, der Aufzug, Aufzug. Der, unten in die Bar. Buch aus dem Club holen. Leute, ihr habt alles richtig gemacht. Ja, Kerstin hat super viele Komplettlösungen mit G hier. Wie Gabriel Knight zum Beispiel. Freue ich mich drauf, dass wir irgendwann mal den zweiten Teil spielen. Spielt ja in Deutschland. Geheimakte Tunguska. Gabriel Knight haben wir mal geplant, für Spiele mit Bart. Goblins, das wäre, glaube ich, ganz cool. Vielleicht ist ein Folgeprojekt. Grand Theft Auto. Und die gute Zeiten, schlechte Zeiten Adventures 1 und 2. Ach, er rennt gerade. Ja, die habe ich damals, ich habe es nicht testen müssen, aber ein Bekannter von mir, mit dem ich Redakteur war, hat gute Zeiten, schlechte Zeiten für die PlayStation 1 damals getestet. Okay. Arbeit. Ganz kurz, Buch. Woher nochmal von denen? Also, es war deprimierend. Ich fand's, es war wie man. Ich heiße wie man.
Hey, habe ich euch je erzählt, ah, du, dass ihr... Ich drück die mal weg, weil wir haben das schon mal mit denen geredet. Genau, hast schon weggeklickt. Du musst denen irgendwie den Beweis zeigen, wo er sagt, ich bin so ein guter Geheimagent. Ja. Das haben wir euch aber schon mal alles, oder? Das haben wir schon gezeigt. Das ja. hatten wir schon gezeigt, das, genau. Das drücke ich jetzt also einfach weg. Das geht auch nicht lang. Hey, Hans. Genau. Ja, hey, wir haben schon. Hans. Okay. Genau, Mann. Ja, ja, dann so. Aber auf das Buch jetzt klicken statt auf die Leute. Da, jetzt guckt ja, das jetzt an. Ja, jetzt guckt das aus, wenn ich mir das erst Buch jetzt mal geht es. Wenn man, genau, das Buch. Danke, Leute. Das war wirklich, wir hätten lange geirrt. Kapitel 1. Die Arbeiter müssen oh. lange dran gesessen. Ja. Und jetzt der letzte Tipp, womit man gute Zeiten, schlechte Zeiten 2 löst, ist im Fasan Barbara Natter Limo geben und Ricky anklicken. Das ist das Letzte, was das man war, macht. Das können wir für die Spoiler-Rubrik vielleicht ja. irgendwann machen. So, wir geben das den Arbeiterbienen, um sie aufzustacheln. Ich glaube, das sind die Worte, die du suchst. Revolution! Gewerkschaft! Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Die Arbeiter müssen die Produktionsmittel kontrollieren. Ja, das ist es. Genau das wollte ich sagen. Wer wird sie aufhalten, die fetten Industriebosse? Die Schiffe mit den Pollen der ausgebeuteten Arbeiterklasse bauen? Lasst uns zurückschlagen! Ja. Hm, wer ist denn das? Ein verkappter Imker? Ich sage euch, legt eure Werkzeuge nieder und zeigt ihnen, wer hier den Honig einsammelt. Der Ziegenbock den Honig hat. Das reicht. Ich dachte immer, Bienen gibt's nur in 2 Farben, schwarz und gelb. Aber du kommst mir verdammt rot vor, Freundchen. Ah! Hey, was soll denn das? Wir kämpfen hier für unsere Rechte! Ja, genau. Gleich zeige ich dir meine Rechte, Genosse. Benny, besorg mir einen Anwalt! Einen Anwalt! Das wird schwierig werden, den Burschen wieder rauszuhauen. Zum Glück kenne ich einen guten Anwalt. Tja, lieber tot als rot, ne? Wie man im Amiland auch früher gesagt hat. Also war das damals die Furcht vor dem Kommunismus? Der J. Edgar hier ganz Hoover. Kurz. Also ich muss jetzt zum Knast. Zum Knast. Aber nee, Knast, ich muss zum Anwalt. Ich brauche ja den Anwalt. Und wo ist der Anwalt? Achso, der Anwalt ist in der Katzenlounge. Ja, genau. Okay. Ja. Und zu der muss ich rechts. Nee, wir müssen, oder? Ja. Nee. Ich glaube hier. Also ich hätte gedacht, du müsstest rechts und dann. Aber okay, das kann auch da oben sein. Also ich glaube, es ist kürzer auf jeden Fall hier. Ja, wir gehen gleich in die Werbung und dann sind wir, wenn wir zurückkommen, beim Anwalt. Im besten Machen Fall. Wir so. Machen wir so. Und dann ein bisschen Better Call Saul Action. Exakt. Und dann hauen wir die Gewerkschaftsbiene aus dem Knast raus. Better Appressor. Und dann müssten wir es eigentlich fertig haben. Ich glaube, dann haben wir irgendwie alles. Mal gucken. Eigentlich schon. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich doch. Bis gleich.